Mittagspause ist vorbei. Jetzt geht's weiter. Es ist ein bisschen windiger geworden. Dafür ist meine Satteltasche ein bisschen leichter geworden. Gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen schwerer geworden. Auf jeden Fall geht's gleich wieder bergauf. Okay. Klanggumpen. Thank you.
Kreuzheim erreicht und der R9 geht hier weiter. Jawohl. Okay, sehr interessant hier. Reichelsheim wäre auch gepackt. Jetzt geht es immer näher Richtung Main. Ist gar nicht mehr so arg weit. Und das Wetter ist auch wieder ein kleines bisschen besser geworden. Hier ist gar nicht so windig. Der Winterkasten da auf der Höhe, wo ich Rast gemacht habe, da war ein schöner Wind. Thank you.
Ansbach. Wir hier ja ein Stückchen der Bundesstraße entlang. Teil dieser Allee ist schön flach. Gleich rüber nach Brenzbach und dann geht es weiter Richtung Höchst. Nächster größerer Ort, Höchst im Odenwald. Und los geht's. Großumstadt geht es hier auch links. Wir fahren weiter geradeaus. Gucken wir mal, wie weit noch. Ich glaube, irgendwas mit 8. Ne, noch 11. Höchst noch 11 Kilometer. Tankstelle. Gut. Laufgemeinschaftshaus 1899. We'll be right back.
kommt auch einfach nicht näher.
9. Gut. Das Licht am Fahrrad dann gemacht. Gleich haben wir es geschafft. Obernburg mit 2,1. Noch ein bisschen hier ein Zickzackkurs. Jetzt geht es wieder drüber über den Bach. Gleich schon mal hin. Vor uns liegt genau Obernburg. Wir fahren jetzt die Brücke, die geht über den Main. Letzten Kilometer.
hier am Main. Heute Morgen war ich noch am Rhein und heute Abend sind wir hier. Ja, wir haben mit dem Fahrrad praktisch die zwei Flüsse verbunden, sind den R9 Radweg nachgefahren, so wie er ausgeschildert ist. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir hier die Reise zu begleiten. Ich werde jetzt gucken, dass ich irgendwie nach Hause komme. Und zwar mit dem Zug nach Aschaffenburg, Darmstadt oder so. Mal schauen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.